für alle. Ein schöner Bahnhof für alle. Der steht in Stuttgart, ja, er wird noch der schönste Kopfbahnhof der Welt. Ein schöner Bahnhof für alle. Ein schöner Bahnhof für alle. Der steht in Stuttgart, ja, er wird noch Hallo, ihr habt es eben gehört, Herr Staus hat gesagt, dass die Sicherheit bei der Bahn oberste Priorität hat. Das ist leider nur ein Lippenbekenntnis, denn die Realität sieht anders aus. Das haben wir neulich gesehen, als auf der Strecke Frankfurt-Köln ein ICE in Brand geraten ist und völlig ausgebrannt ist, nicht zu löschen war. Und die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Das Eisenbahn-Bundesamt ermittelt. Jedoch dauert es 2-3 Jahre in der Regel, bis dann ein Ergebnis kommt. Aber die Vermutung liegt nahe, dass das Trafoöl angefangen hat zu brennen wegen der hohen Belastung der steilen Strecke. Hier ist auch die Parallele zu Stuttgart 21. Der Filderaufstieg ist auch sehr steil und braucht deswegen die ganze Kraft der Motoren und somit erhitzt sich auch hier das Öl stark. Und bei den ersten 1-2 ICE-Modellen stand es sogar in der Werkstattanweisung, dass das Sicherheitsrelais, das Buchholzrelais zu überbrücken ist nach einem Ölwechsel. Bei den jetzigen Modellen, die hergestellt werden, sagt die Bahn, das wird nicht mehr gemacht. Report Mainz liegen allerdings Aussagen von Lokführern vor, wonach auch bei den aktuellen ICE-Modellen dieses sicherheitsrelevante Buchholzrelais für eine Zeit nach einem Ölwechsel überbrückt wird. Das heißt, der Staus hat nicht recht. Die Bahn tut nicht alles, um die Sicherheit ihrer Fahrgäste zu garantieren. Was die Bahn macht, sind Showveranstaltungen. Sie haben neulich im Rollenbergtunnel, das ist einer von der ICE-Strecke Mannheim-Stuttgart, eine Übung gemacht. Dort sind sie mit 750 Einsatzkräften angerückt, um 75 verletzte Passagiere aus einem Zug zu simulieren, wie sie evakuiert werden können. Die Realität ist natürlich genau andersrum. Es sitzen 750 Leute im Zug. Ein Zug, der entgleist ist, so haben sie es simuliert, auf einer kaputten Weiche. Wenigstens das ist Realität. Das kommt vor. Verkeilt sich in einem Zug, in einem Tunnel und ist nachher nicht so einfach zu retten, wie sie das da gemacht haben. Da sind sie mit einem Zug eingefahren, da steht einer in Mannheim, einer in Stuttgart zum Beispiel. In Fulda sind auch welche, Rettungszüge. Die können bei Stuttgart 21 gar nicht einfahren. Das sind Dieselzüge mit einem Triebkopf. Die können die Steigung auch gar nicht bewältigen. Das heißt, ein völlig unrealistisches Szenario, was da gespielt wurde, was in der Realität nicht zu wiederholen ist und somit nur eine Augenwischerei ist. Und um die Augenwischerei komplett zu machen, hat die Bahn geladene Pressevertreter eingeladen, die das Ganze begutachten sollten. Und wir wissen alle, die Bahn schaltet zurzeit in allen Medien und im Fernsehen Anzeigen und Werbung. Und wenn sie diese Pressevertreter dann einlädt, das zu begutachten, kommt das raus, was rausgekommen ist. Keine einzige kritische Frage der Pressevertreter, reine Propaganda, reine Show. Und uns hilft es nachher nichts. Wenn in Stuttgart 21 in einem der Tunnel das Gleiche passiert, bis da die Feuerwehr, dieser Zug von Stuttgart hat eine Stunde gebraucht, um zu diesem Rollenbergtunnel zu kommen, in einer Stunde eingequetscht in einem verkeilten Zug hat kein Passagier mehr eine Chance. Deswegen werden wir weiterhin von der Bahn fordern, dass sie keine Lippenbekenntnisse macht, sondern dass sie von den Mindeststandards abrückt, die Tunnel, wenn sie überhaupt welche in Zukunft noch bauen sollte, so breit machen, dass auch die
die Leute wirklich fliehen können und nicht wie bei Stuttgart 21 nur zum Teil 90 cm breite Fluchtwege, Querstollen, die 500 Meter voneinander entfernt sind, wo im Fall einer brennenden Lok mit der Kaminwirkung die Leute dann im Rauch entfliehen müssen, was nicht funktioniert. Von daher fordern wir von der Bahn, dass sie das Projekt Stuttgart 21 im Interesse der Gesundheit der Fahrgäste einstellt und den Kopfbahnhof modernisiert, so wie wir es vorgeschlagen haben mit dem Konzept Umstieg 21. Umstieg jetzt! 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 Stuttgart Schiefbahnhof, bitte alles aussteigen, Zug endet hier. Stuttgart 21 war falsches Papier. Gleise bleiben eben, oben bleiben wir. Stuttgart Schiefbahnhof, bitte alles aussteigen, Zug endet hier. Stuttgart 21 war falsches Papier. Gleise bleiben eben.